Bisschen scheiße ist das. Muss nochmal bestellen. Das kann ich so nicht bewerten. Weil das interessiert mich am meisten. Alles andere macht keinen Sinn. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute beim Nobel-Restaurant von Steffen Hensler. Ich sage jetzt mal Nobel-Restaurant. Ich habe auch noch die Kellnerin gefragt, ob das zutreffend ist. Definitiv. Also wir haben heute richtig Geld gelassen, haben Steak geschnackofatzt, Dry Age, Lachs. Also da kommt einiges auf euch zu. Das ist auch übrigens das erste Restaurant von Steffen Hensler. Das Flaggschiff, könnte man so sagen. Ja, und jetzt geht's gleich mit dem Holl los, der von noch nichts weiß. Viel Spaß beim Video. Lasst mir gerne den Daumen oben da, wenn euch das Video gefällt. Und jetzt legen wir los. Da wäre ja beinahe schief gegangen da. Das hat so ausgesehen, als hätten die Bremsen versagt. Wir kriegen bald keine Post mehr, Leute. Wir sind am Start. Wir sind am Start bei Hensler at Home. Wenn ich noch eins verworte zu meinem letzten Video, da hat der Hensler voll versagt. Man muss sagen, in dem Video, klar, meine Worte, sag ich mal, waren etwas überkonsequent. Ich habe ein paar zu viel Döner, glaube ich, die letzten Tage gefetzt. YouTube-Bild war auch nicht perfekt, was ich gewählt habe, werde ich noch ändern. Aber er hat an dem Tag versagt. Es war einfach so. Ich war schon, glaube ich, zum dritten Mal da. Und es war teilweise echt gut. Aber an dem Tag, die haben das so überwürzt. Die haben teilweise die Gerichte so versaut. Und wenn ein Steak einfach scheiße gebraten ist, ist es scheiße gebraten. Und das war so. Und deshalb eine zweite Chance heute für den guten Hensler. Der hat was drauf. Da bin ich mir sicher. Und das werden wir uns heute zu Gemüte führen. Bei Hensler at Home. Ich bin gespannt, wie er im Bett lag. Der Schwur ist scheiße. Aber egal, wir fetzen jetzt rein. Wir gehen direkt rein. Wir sind angemeldet. Ich hoffe, wir finden eine gute, ruhige Ecke. Und dann wird die Karte auseinandergenommen. Ich hoffe sehr, dass uns heute ein Gaumenschmaus erwartet. Ich will ja mal filmen. Das geht jetzt schon gut los, Leute. Beste Tür. Okay, Leute, eingeschissen. Ich hab einen Fehler gemacht. Wir müssen eben zum Restaurant nebenan. Das ist das falsche Restaurant. Jetzt sind wir beim richtigen Kollegen. Und gucken, was die... Ich halte einfach mein Maul. Also wir haben hier jetzt schon mal die Karte am Start. Das ist das, was ich wollte, Leute. Wir haben hier auch mal... Ich wollte richtige Gerichte. Sushi werde ich auch noch mal was anderes machen. Aber der Hensler hat ja so oft viel Sushi und hier sind normale Gerichte. Und hier geht man natürlich von aus in diesem Restaurant, weil das ist ein richtiges Restaurant, das Hensler-Restaurant, das aber auch Hensler und Hensler, dass es hier richtig gute Kost gibt. Das nicht wie beim letzten Mal, wo ich auch mit reingegangen bin, dass es natürlich eine gehobene Imbissbude ist, sondern das ist ein richtiges Restaurant. Und hier schauen wir jetzt, ob die reinknallen. Ich hoffe, wir können drinnen filmen. Ich schwöre, sonst esse ich draußen. Also wir sind entweder gleich am Tisch sitzen oder wie die Affen hier draußen. Aber egal, lasst euch überraschen. Sagen Sie, eine Frage hätte ich noch mal. Jetzt kann man sagen, dass es hier so das Nobel-Restaurant vom Steffen Hensler. Ist das so das Schlachtschiff? Ja, sagt man ja. Das ist so, ne? Ja, ja. Also wenn wir die Affen draußen lassen, Nachmitt. Ja. Das ist 0 Grad, aber egal. Falls die Hand ein bisschen zittert, ist es echt richtig kalt, Mann, und ungewohnt gerade. Wir müssen jetzt besprechen, was wir hier wirklich essen. Was soll denn das, Ahmed? Hier ist schon wieder nichts drin. Warum hat sie uns das gegeben? Ich glaube, tatsächlich das Steak und so ist hier nicht drauf. Nee, nicht mit uns, mein Lieber. Das Ding ist, wir haben hier jetzt eine zum Mitnehmen-Karte gekriegt, Takeaway, und hoffen, dass sie uns das auch so rausgeben, weil das muss. Steak muss. Ich glaube, wir werden noch den Backfisch nehmen, weil der kostet 32 Euro. Hier gehe ich von aus, dass ich natürlich keinen Tiefkühl, selbstgemachten Backfisch bekomme. Richtig schönes Asia-Pesto soll man dazu kriegen. Das wären zwei gute Sachen. Schönes Dry-Aged Rumsteak, einen schönen Backfisch, 32 Euro, der muss schmecken. Schön noch als Vorspeise. Spieß. Ahmed ist nicht begeistert, dass wir hier draußen sind, weil es so kalt ist. Ahmed ist nicht begeistert. Ja, da frage ich mal eben einmal nach drinne. Also sehr nettes Personal. Lasst euch überraschen, was gleich auf euch zukommt. Wir müssen auf jeden Fall draußen essen. Aber es wird teuer. Ich sage euch nur so viel, es wird echt teuer, Mann. Aber egal, dafür erwarten wir was Gutes. Man muss natürlich sagen, wir kriegen jetzt Gerichte. Das sage ich jetzt fairerweise vor. Die gibt es eigentlich nicht zum Takeaway. Sind nicht dazu gedacht. Anrichtung und vielleicht ein, zwei Abstriche muss man machen. Das werde ich fair wahrnehmen und bewerten. Ich hoffe, dieses Mal liefert der gute Hensler ab für uns. Nicht so wie beim letzten Mal. Die haben auch mein altes Video gesehen, haben noch mal drauf angesprochen. Lange Geschichte. Richtig geil angerichtet. Selbst in den Dingern. Er sagte auch, das Rumsteak, das wird noch Medium sein. Das haben die hingekriegt. Wir müssen jetzt Gas geben. Erstmal mit mächtig Vorspeisen, dann gehen wir in drei Hauptgänge über. Und danke auch noch mal für die Kommentare, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, hier hinzugehen. Gerne eure Tipps auch rein. Ich lese mir das durch und gehe natürlich immer wieder drauf ein. Ich will nur gucken. Guck mal, was ich für eine Kamerafahrt mache. Ich habe gelernt. Ich habe nämlich jetzt hier keinen Ständer mehr an meiner Kamera. Ja, wir legen los mit der ersten Runde. Vorspeisen werden wir schnell abhandeln, weil wir in die Hauptspeisen wollen. Sauerrahmpüree. Geil mit, ich denke mal, es wird Koriander sein, ob sich jetzt gleich bestätigt. Kleine Kartoffelchipschen. Koriander,
einfach so eine andere Nummer als dieser gemahlene. Also du merkst direkt beim ersten Biss, sage ich euch, haut einfach vom Sockel. Richtig lecker. Cremig, sahnig, buttrig, Deluxe. Was sucht man, wenn man essen geht? Dass man da nicht irgend so einen Scheiß kriegt, was man selber zu Hause auch in 5 Minuten gemacht kriegt. Das mit dem Sauerrahm ist heftig, Mann. Denk mal, die Wände auch nicht mit wenig Butter gearbeitet haben. Und Kombi vom Sauerrahm, das ist echt sehr gut, Mann. Wisst ihr, ich benote nie zu Unrecht unfair, weil ich mir irgendwie denke, das kommt gerade geil. Es war beim letzten Mal beim Ahoy wirklich einfach schwach, Leute. Die haben dann gewürzt, was eigentlich geil ist. Einfach viel zu viel. Steak versaut. Da ist an dem Tag alles schiefgelaufen, was schiefgelaufen ist. Und dann muss ich das einfach bewerten und kann nicht sagen, ja, sonst war ja gut. Deshalb ist heute jetzt 2 Punkte mehr, als ich gerade bewerten würde. Nein, das geht nicht. Also erstmal das Ding. Also wirklich ohne Scheiß. 9,4, 9,5. Das ist ein ganz edles Ding. Edles Ding. Ein schöner Couscous-Salat nochmal. Einmal ein Happen rein hier. Da habe ich nicht mit gerechnet. Hat so einen orientalischen Flair mit einem Gewürz, was du gar nicht so greifen kannst. Verrückt, weil es eigentlich sehr durchdringend ist. Aber andererseits ist es so dezent hinten, dass du nicht genau wahrnehmen kannst, was es jetzt ist. Verrückterweise das Feeling wie ein gutes Pommesgewürz. Hier drin nur leicht abgewandelt. Dieses typische Pommesgewürz obendrauf. Ich hasse es, wenn ich sowas nicht herausfinde. Es ist aber bei diesem Ding so. Aber es schmeckt, Leute. Und jetzt guckt euch mal das Pizzabrot an. Sowas, das kennt man sonst gar nicht. Zum Backsnacken so. Das haut mich jetzt nicht vom Sockel. Ich probiere es nochmal mit der Dings. Ist nicht verkehrt, aber kennt ihr dieses hier in Rund? Als Stangen gibt es immer im Supermarkt. Auch so. Ich denke, also wer es kennt, weiß, was ich meine. Als Käsestangen. Ja, zum Beispiel. Ziemlich genau das gleiche Feeling. Überhaupt nicht verkehrt. Schöne Currynote. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, so vielleicht eine 6,5, weil das ist einfach so. Ich dachte, jetzt kommt ein richtiges Pizzabrot. Ist jetzt nicht schlecht. Weiß nicht, ob die das hier selber frisch herstellen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich denke, das wird gekauft sein. Das mal egal. Vorspeisen habe ich umgehauen. Aber jetzt kommt das, wo es drauf ankommt. Jetzt werden wir erstmal die Hauptspeisen ballern. Wir nehmen erstmal den Hähnchenspieß und dann Rumpsteak gleich. Oh, das ist angerichtet auch. Gehen wir in die Hauptspeisenrunde. Ist gerade aufgefallen, wir haben echt 7 Gänge hier am Start inzwischen. 3, 4, 5, 8 Gänge sogar. Wir haben 8 Gänge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Krank, die Hähnchenspieße. Ich habe mit dem Koch auch noch mal gesprochen. Der ist mit Leidenschaft dabei. Er sagt auch, scheiß es mal auf Namen. Ich stehe hier mit meinem Namen auch irgendwie hinter dem Essen hier. Der macht das mit Leidenschaft. Der hat gestrahlt. Also er kam mir vor, als hätte er wirklich hier Spaß bei der Arbeit. Vernünftige Hähnchenspieße. Das Problem ist, mit dieser Soße hier, wie ihr hier auch seht, das ist leicht zu intensiv. Kennt ihr das Feeling? 2, 3 Stück sind, glaube ich, perfekt. Aber wenn ihr das ganze Ding hier jetzt reinschraubt, dann wird das zu penetrant. Da erwarte ich jetzt irgendwie noch mehr. Geht aber, ich esse jetzt hier wirklich gerade mal mehr. Es hält sich die Waage, Leute. Ich möchte hier wirklich oberfair sein. Gerade wegen des letzten Videos. Ganz fair und ehrlich. Haut eigentlich um. Lecker, aber nicht außergewöhnlich. Kommt ein bisschen künstlich irgendwie im Geschmack vor. Stehe mehr auf den natürlichen Genuss. 7,4 Punkte von mir. Als Vorspeise wäre ich da nicht enttäuscht, wenn ich das bekommen würde. Gehen wir rüber zum nächsten Gang. Jetzt gibt's Lachs. So Leute, absolut geil angerichtet. Guckt es euch noch mal an hier, Mann. Das ist schon geil. Das ist das, was ich erwarte, wenn ich bei Steffen Hensler im Restaurant essen gehe. Scheiße, ich hab alles runtergewurschtelt. In der Abendkarte im Menü gibt es diesen Lachs. Das gibt es so einzeln eigentlich nicht, haben sie uns jetzt gemacht, aber. Schön Senf noch angemacht. Passt, wie ich finde, sehr geil zu Fisch. Was ich zu Hause auch gerne mal mache, ist einfach eine Butter-Senf-Soße rauf auf den Fisch. So einfach, so lecker.
mit einem knackigen Gemüse, mega Kombi. Also wirklich gutes Ding. Rundum-Paket, an alles gedacht. Schön intensiv, schöne Frische. Senfnote für mich wie geschaffen für Fisch. Dieses Knuspern durch die gerösteten Zwiebeln und diese kleinen Chips, sage ich jetzt mal oben drauf. Kriegt von mir 8,8 Punkte. Gutes Ding. Jetzt kommt's zum Rumpsteak und dann noch eine kleine Überraschung vom Hänster. Aber erstmal zum Rumpsteak. So geil, ich habe eben die letzten Gerichte mitgenommen und noch nicht bezahlt, jetzt muss ich meinen Ausweis abgeben. Wie werde ich denn wahrgenommen, Leute? Ja, als würde ich die jetzt abziehen und mich verpissen. Ja, scheiß drauf, Mann. Letzten zwei Runden. Kannst du mal alles geben in den letzten beiden Runden hier jetzt. Edamame ist das hier, wenn mich nicht alles täuscht. Schöne Kräuterbutter, schön mit Dill. Kommt mir wirklich so vor, als wäre die mit Liebe gemacht. Pfeffriges Fleisch, Garpunkt perfekt getroffen. Schöne Kruste, guck mal hier. Ist auch wirklich noch zart. Ich muss ehrlich bei diesem Ding sein, ich kann es nicht richtig bewerten. Weil anscheinend lag das hier jetzt doch einen Moment länger als gedacht. Es ist nicht mehr heiß genug, um es zu bewerten. Es sollten versetzte Gerichte kommen, damit eben das nicht passiert. Das konnten wir uns so, wie wir es haben wollten, aber nicht liefern. Was für Scheiße ist das? Ich muss nochmal bestellen. Das kann ich so nicht bewerten. Weil das interessiert mich am meisten, dieses Steak. Ich bestelle eben nochmal. Alles andere macht keinen Sinn. Wir kriegen das Steak nochmal heiß und sogar auf den Teller jetzt. Und das ist für mich wirklich der Gradmesser. Das ist das eigentlich, weshalb ich hier bin. Jetzt kriegen wir nochmal eben das Präsent des Hauses, wenn wir nochmal antasten. Sushi. Und ich sage euch so, wie es ist. Man muss auch mal alle 5 gerade sein lassen. Ich habe von Sushi keinen Plan. Weil es nichts ist, was ich privat jetzt oft bestelle oder oft gegessen habe. Also wenn ihr wisst, was es ist, Leute, schreibt es in die Kommentare. Frittiertes Chicken oder was hast du, Ahmed? Sieht aus, ich habe es jetzt nicht gegessen, wie frittiertes Chicken. Und die obere Schicht sieht aus wie Thunfisch. Also ich hätte auch gesagt jetzt Chicken, aber... Noch ein bisschen Wasabi. Da muss man aufpassen. Hier noch eine gewisse Rauchnote drin. Das schmeckt gefühlt wie ein Schinken. Da ist so ein typisches Raucharoma drin. Das sind leckere Dinger, Leute. Möchte ich jetzt aber gar nicht so einen Fokus rücken. Deshalb habe ich es auch nicht bestellt, war ein Geschenk. Sushi-Test wird auch noch mal kommen, weil ich es sehr interessant finde und gerne in dieses Game noch ein bisschen mehr rein möchte. Wir warten jetzt aufs Steak noch mal. Also, wie gesagt, man muss ja fair sein. Wie soll ich das bewerten, wenn das kalt ist? Hier haben wir das schöne Ding nochmal. Sieht mega aus, mega geil aus. Richtig schier heiß, direkt aus der Küche. Da. Guten Garpunkt, würde ich mal einfach sagen. Optisch so wie eben. Also ich weiß nicht, ob das der gleiche Soßenansatz ist. Was heißt der gleiche Soßenansatz? Das ist die gleiche Soße wie bei den Hähnchenspießen. Interessanterweise passt diese Soße zu dem Steak, wie ich finde, deutlich besser. Du hast hier viel weniger Soße auf Masse vom Fleisch und das ist viel passender. Beim Hähnchen hätte ich mir auch gewünscht, ein bisschen dezent rüber. Wäre viel besser gewesen, meiner Meinung nach. Schön grober Pfeffer da drauf, nicht durchgehend präsent. Kommt zwischendrin immer mal durch. Coole Kombi auch mit diesen Edamame-Dingern. Sehr interessante Kombi. Ich mache jetzt mal einfach Folgendes und vergleiche das ein bisschen mit dem Tim Meltzer. Meltzer ist in dem Fall einfach ein bisschen stärker. Das Fleisch ist da stärker. Wisst ihr, das ist ein solides Stück Fleisch. Solides Stück Fleisch, aber es hat immer noch diese Soße. Für mich einen leicht zu penetranten, zu künstlichen Ansatz irgendwie auch. Ich weiß nicht warum, es ist aber einfach so. Man mag es oder mag es nicht. Ich mag es sogar, aber beim Steak, ich habe jetzt auch viel Fleisch schon im Leben gegessen, ist das für mich eine 7,5. Einfach, weil es lecker ist, aber beim Steak, bei der Masse an Steak, was ihr und ich wahrscheinlich im Leben gegessen habt, muss man an einen Punkt kommen, wo man sagt, um bei mir über die 8 oder sage ich mal, über die jenseits der 8 hinwegzukommen, muss was Besonderes sein. Es muss besonders zart sein. Es muss besonders geschmacksintensiv sein. Vielleicht auch einfach nur anders und nicht in der Form anders, dass hier eine Soße drin ist, die nicht perfekt ist. Es ist ein leckeres Steak,
aber es ist nicht besonders. Und da ist zum Beispiel so ein Melzer einfach deutlich stärker, was die Fleischgerichte angeht. Das ist außergewöhnlich, das ist individuell, das ist einfach anders auch. Und das ist einfach, ja, ein Steak, wie ich schon oft gegessen habe, aber ein leckeres Steak. Aber insgesamt, Leute, ganz starkes Ding. Die Vorspeisen, der Lachs, einfach wirklich stark. Und das muss man fairerweise sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen oben da. Gerne einen Kommentar und das Abo. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann sage ich bis zum nächsten Mal.